Hallo zusammen, Matthias hier, herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es darum, wie du deine eigene Fotografie verbessern kannst und zwar mit genau null Budget. Manche dieser Tipps mögen jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen offensichtlich wirken, beziehungsweise man denkt sich so, ah ja, das war ja klar, das habe ich ja schon immer gewusst, aber die Frage ist, setzt du es auch wirklich um? Nimm dir aus diesem Video die Tipps mit, die du für dich selber verwenden kannst, nimm die Tipps mit, die du auf deine eigene Fotografie anwenden kannst und schau mal, was sich daraus machen lässt. Viele Fotografen haben sehr viel Wissen. Die haben sich so viele Tutorials angeschaut, so viele Kurse besucht, aber wissen nicht, wie man es wirklich anwendet. Und das geht nur mit Erfahrung, also das ist schon mal ein Riesenpunkt, den du auf jeden Fall sammeln solltest. Erfahrung, geh raus, fotografiere und geh vielleicht auch mal einen Schritt weiter. Ruhig mal einen Schritt weiter gehen, ruhig mal ein bisschen mehr machen, als du eigentlich machen würdest. Vielleicht mehr Bilder, vielleicht mehr Perspektiven, vielleicht auch mal eine komplett andere Richtung, dass du was komplett Neues ausprobierst. Aber du musst es auf jeden Fall umsetzen und Erfahrung sammeln. Das ist schon mal Schritt Nummer 1. Punkt Nummer 1, probier es aus und du wirst sehen, deine eigenen Bilder werden deutlich besser werden. Gut, bevor du jetzt aber rausgehst und nur alles fotografierst, was dir in irgendeiner Art und Weise vor die Linse kommt, überlege mal, ob du diese Basics wirklich verstanden hast. Hast du sie wirklich drauf? Findest du die an deiner eigenen Kamera blind? Hast du verstanden, wie die Belichtungszeit, wie die Blende, wie der ISO-Wert funktioniert? Das sind jetzt die einfachen Sachen, aber wie geht's weiter? Hast du deinen Autofokus unter Kontrolle? Weißt du, wann du scharfe Bilder machen kannst, wann du welchen Modus verwenden musst, wie das genau funktioniert und weißt du, wie der Weißabgleich funktioniert? Hast du den auf automatisch stehen? Kontrollierst du ihn manuell? Das sind alles so Sachen, ich sage mal, einer der größten Schritte in meiner Fotografie war, dass ich den Weißabgleich manuell kontrolliert habe. Nicht nur an der Kamera direkt, sondern auch in der Bildbearbeitung später. Man kann hier extrem viel rausholen, einfach nur indem man eine korrekte Farbwiedergabe hat, indem man die Farbe so darstellt, wie sie eigentlich ist und sie nicht komplett verfälscht, indem man einen falschen Weißabgleichswert hat, den Monitor falsch kalibriert ist, sowas in die Richtung. Das sind alles Dinge, die sind extrem wichtig und eigentlich sind sie total einfach zu lösen und total einfach umzusetzen. Also, überlege dir, ob du die Basics drauf hast, ob du deine Werkzeuge der Kamera verstanden hast und ob du soweit bist, wirklich alles 100% zu beherrschen und umzusetzen. Ein wichtiges Werkzeug, was hier natürlich helfen kann, ist das Histogramm oder die Belichtungswaage deiner Kamera. Das sind beides Möglichkeiten, wie du feststellen kannst, ob dein Bild zu dunkel oder zu hell ist, ob du die Belichtung korrekt angesetzt hast oder ob es vielleicht Bereiche gibt, die zu hell sind, wie die Helligkeitsverteilung in deinem Bild eben ist. Das zeigt dir das Histogramm an und das solltest du auch nutzen. Ich verwende das Histogramm selber, wenn ich dabei bin, meine eigene Belichtung einzustellen. Ich habe es nicht die ganze Zeit im Blick, ich beobachte es nicht ständig und versuche das Bild 100% perfekt hinzubekommen, beziehungsweise das Histogramm 100% perfekt hinzubekommen, aber es ist schon mal eine Unterstützung, um so eine grobe Richtung zu kriegen und wirklich zu sehen, ist das Bild zu hell, ist es zu dunkel, sind bestimmte Bereiche ausgebrannt, sind bestimmte Bereiche zu dunkel. Man kriegt hier so eine richtig gute Vorstellung und deswegen solltest du dich damit mehr beschäftigen, auch Erfahrungen sammeln und wirklich mal merken, wirklich mal sehen, wie sich das Histogramm in gewissen Belichtungssituationen verhält und was es eben auch aussagt. Denn wer jetzt denkt, dass man daran erkennt, ob ein Bild zu hell oder zu dunkel ist, der hat zwar teilweise recht, aber es stimmt nicht immer zu 100%. Es zeigt dir nämlich nur an, wie die Helligkeit in deinem Foto verteilt ist und das Histogramm muss zu deinem Foto passen und nicht das Foto zum Histogramm. Ganz wichtig, probier es aus, du wirst merken, wenn du hier ein bisschen mit dem Histogramm arbeitest, wirst du es irgendwann verstehen, wirst du es irgendwann gut beherrschen können und eben hergehen können und die Bilder korrekt belichten. Dann habe ich einen ganz wichtigen Tipp, der gerade die Leute, die immer wieder die gleichen Fotos macht, so ein bisschen aus dieser ganzen Geschichte rausbringt. Überleg dir mal, ihr habt ein Motiv, das schon so oft fotografiert wurde. Es gibt immer Dinge, die hunderte Male fotografiert wurden. Porträts, die hunderte Male genau auf diese Art und Weise gemacht wurden. Und jetzt überleg dir mal, was ihr tun könntet, um da drum rumzudenken. Also klar, sagt man immer so, mach doch das Foto so, wie du die Welt siehst oder versuch doch einfach mal ein Foto zu machen, das anders aussieht als alle anderen. Das klingt im ersten Moment einfach und es ist auch nicht zwangsweise notwendig, das immer mit aller Gewalt so zu machen, aber es ist eine schöne Übung. Nimm mal Perspektiven ein, die ein bisschen eigenartig aussehen. Perspektive kann so viel an einem Foto verändern. Oder versuch mal Tiefe darzustellen. Nimm mal irgendwas in den Vordergrund, nimm mal irgendwas in den Hintergrund. Versuch mit Unschärfe zu arbeiten. Es gibt so ultra viele Möglichkeiten, was du alles machen kannst. Ausprobieren ist hier auch ein sehr guter Weg, aber irgendwann brauchst du eine Richtung, die dir eben zeigt, wo du genau hin möchtest, was du genau fotografieren willst. Es ist nicht immer damit getan, alles immer nur auszuprobieren, immer nur zu testen und ich mache jetzt das rein und das rein und das noch mehr und noch mehr, sondern
Probiere unterschiedliche Dinge aus. Ist in der Anfangszeit vollkommen legitim, habe ich auch lange gemacht, habe ich sehr viel gemacht. Aber komme irgendwann zu dem Punkt, wo du sagst, das sind die Fotos, die ich machen möchte, das ist die Richtung, die ich gehen will und bleib erstmal dabei. Nicht für immer, du musst jetzt nicht dein Leben lang nur Porträts fotografieren, weil du dich irgendwann mal für die Porträtfotografie entschieden hast, aber das ist auch wieder was. Ich habe ja gesagt, du brauchst Erfahrung, Erfahrung kriegst du durch Wiederholung. Mach mal in eine gewisse Richtung, mach mehrere Bilder, probier dich gerne in der Richtung aus, versuch gerne mal was, was vorher noch keiner ausprobiert hat oder was vielleicht noch nicht so viele ausprobiert haben. Vermische Situationen, mach vielleicht mal Porträts mit Objektiven, wo man das nicht machen sollte, mach vielleicht mal Porträts an Orten, wo man normalerweise keine Porträts macht. Es kann alles so viel bringen und das bringt dich immer weiter, wenn du ausprobierst. Jetzt habe ich gesagt, du sollst viel ausprobieren. Jetzt gehen wir ins genaue Gegenteil, denn du sollst dich limitieren. Viel ausprobieren kann man langfristig gesehen machen. Man kann sehr viel machen. Klar, geht immer in der Fotografie, kann sich in jede Richtung weiterentwickeln, kannst alles Mögliche tun. Aber es ist aus meiner Sicht am einfachsten, man lernt am schnellsten, wenn man sich limitiert. Ich habe mir vor anderthalb Jahren mal eine Challenge gesetzt. Ich möchte eine Hochzeit nur mit einem Objektiv fotografieren. Und zwar hier, das 35-1.4. Das ist jetzt von der Brennweite her was, womit man das weitwinklig genug ist, um Gruppenbilder zu fotografieren, aber auch so weit in den Telebereich geht, dass man jetzt nicht ständig versucht, irgendwie noch näher ranzugehen und muss nicht alles auf 10 cm Entfernung fotografieren, damit man es nur einigermaßen bildfühlend darstellen kann. Aber das ist etwas, was mich extrem weitergebracht hat. Gerade sich mal zu limitieren, mal zu sagen, ich fotografiere jetzt nur mit einer Brennweite oder ich fotografiere jetzt nur mit einer Blende und muss halt die Bilder entsprechend so gestalten, dass es mit diesem Blendenwert oder mit dieser Belichtungszeit eben funktioniert. Aber limitiere dich mal. Sag mal, du fotografierst eine Woche nur mit einem Objektiv. Du fotografierst eine Woche nur Landschaften, obwohl du vorher noch nie Landschaften fotografiert hast. Durch diese Limits lernst du selber eine ganz andere Sicht der Dinge, also auf jeden Fall auch Festbrennweiten verwenden oder bei Zoom-Objektiven nur eine Brennweite benutzen, ganz wichtig. Nicht einfach sagen, ich fotografiere halt mit einem 18-300, das ist dann mein Limit und dann kann ich mir alles zurechtzoomen. Ja, das ist nicht der richtige Weg. Geh wirklich hart mit dir selber um, limitiere dich wirklich hart, sag wirklich, ich mache das so. Es kann ja auch andersrum gehen. Sag einfach mal, du machst nur 2 Fotos. An einem Tag. Du kannst nur 2 Fotos machen oder nur 10 Fotos. Und diese 10 Fotos müssen eben sitzen, das muss 100% perfekt sein und dann machst du dir plötzlich Gedanken drum und ballerst nicht einfach nur im Serienbild alles Mögliche raus. Es gibt Situationen, da kann man das auch anwenden, das ist am Anfang ein bisschen schwierig, das rauszufinden, aber das ist zumindest mal ein Tipp, der extrem weiterhilft, sich selber zu limitieren, selber zu sagen, ich mache langsam, ich habe irgendein Limit, das ich in dieser Woche einhalten muss oder in diesem Monat einhalten muss und darf eben das nicht machen, wenn ich fotografiere. Beispielsweise, ich weiß nicht, kann man alles Mögliche nehmen. Fotografiere mal nicht mit Offenblende. Sag mal, jedes Bild muss mindestens eine Blende 11 haben. Es gibt so viele Beispiele, so viele Möglichkeiten, wie man sich hier selber limitieren kann. Das ist auf jeden Fall was, was dich sehr weit bringt und was einfach kein Geld kostet. Gut. Ich habe schon sehr viel zu dem Thema gesagt. Was jetzt noch wichtig ist, geh einen Schritt weiter als alle anderen. Das ist was ich bei vielen schon gemerkt habe, wo sie gesagt haben, so, ich würde dieses Foto gerne machen, aber. Ich würde gerne dahin gehen, aber. Das sind alles nur Dinge, die eigentlich im Kopf existieren. Also ich meine, gut, ich würde jetzt nicht sagen, da gibt es eine tolle Fotolocation in Thailand, wir fliegen da morgen mal hin. Das will ich jetzt damit nicht sagen, sondern ich möchte damit ausdrücken, dass du nicht zu einem Location fährst, nicht irgendwo hingehst und sagst, hey, ich mache jetzt 2, 3 Fotos und das war's, sondern geh mal wirklich dahin, wo andere Fotografen nicht sind. Ich hatte das in Schottland. Ich bin in Schottland hergegangen und habe mich wirklich direkt vorne an die Klippe gesetzt, um eben von der Klippe aus so ein Bild zu machen. Das hat mir einfach von allen anderen Perspektiven her nicht gefallen. Ich wollte weiter runter, ich wollte weiter vor. Andere hätten das wahrscheinlich gar nicht gemacht. Gleiches Thema in Florenz. Ich war in Florenz gewesen, wollte ein Panorama von der gesamten Stadt fotografieren und da war alles mit Bäumen zugewachsen. Deswegen bin ich auf die Aussichtsplattform gestiegen, auf das Geländer der Aussichtsplattform. Das war irgendwie so eine Steinmauer, etwas so breit und habe von da aus fotografiert. Ja, das wäre vielleicht etwas, was andere Fotografen nicht gemacht hätten, einfach weil man hat Höhenangst. Die Angst zum Fallen ist evolutionär bedingt, verstehe ich komplett. Aber es gibt auch andere Wege, wie man sowas machen kann. Mal näher rangehen, mal irgendwie über den Schatten springen und zu sagen, hey, ich fotografiere in der Mannheimer Innenstadt. Obwohl mir da jeder zugucken kann, obwohl ich Angst habe, vielleicht Fehler zu machen. Aber dieser Schritt weiter könnte der sein, der zu einem Foto führt, wo du selber nachher sagst,
genial, das hat sich gelohnt. Einfach bisschen mehr machen und du wirst sehen, es wird sich auf jeden Fall auf deine Bilder auswirken. Ja, manche haben Angst davor, sich einfach da reinzustellen, zu fotografieren. Verstehe ich vorhin komplett. So, ich habe die Basics gemacht. Ich weiß, du bist nicht mal am Einstellen. Ja, ich wollte Innenstadt sagen, ist egal. Der letzte Tipp, den ich für dich habe, übernimm Kontrolle über die Szenerie, die du fotografierst. Das mag nicht in jedem Bild funktionieren, auch nicht in jedem Fotografiebereich funktionieren, aber stell dir mal vor, du bist an einer Location und es gibt im Hintergrund irgendetwas, was dich stört. Was kannst du tun? Du kannst das, was dich stört, entfernen. Ich mache das zum Beispiel auch. Ich habe das öfters, wenn ich fotografiere, dass aus irgendeinem Grund jede Stadt in der Umgebung ihre Mülleimer mit blauen Müllsäcken ausstattet. Wenn die grau wären, wenn da nichts drin wäre, dann würde man das wahrscheinlich gar nicht sehen, aber dadurch, dass sie blau sind, stechen die im Hintergrund so hervor. Theoretisch kann man das rausretuschieren. Aber es macht es viel einfacher, wenn man wirklich hergeht und darauf achtet, dass die eben nicht auf dem Foto sind oder sie speziell aus dem Bild rausrollt. Kann man machen, wenn man das verändern kann, wenn man das aus dem Bild entfernen kann, direkt on location, würde ich es euch definitiv empfehlen. Aber ihr könnt nicht nur Dinge aus dem Bild hier rausnehmen, sondern ihr könnt auch Dinge hinzufügen. In der Landschaftsfotografie mache ich das beispielsweise gerne, dass ich mir ein Objekt im Vordergrund suche, das vor meiner Landschaft steht und im Hintergrund sieht man halt die Landschaft. Das ist zum Beispiel ein toller Tipp. Ich bin schon hergegangen, habe Steine geschleppt, um sie eben vor meine Kamera zu stellen, damit man noch mal so was im Vordergrund hat, wo man wirklich sagen kann, hey, das gibt dem Ganzen noch mal ein bisschen Tiefe. Man kann aber auch hergehen und andere Dinge hinzufügen. Beispielsweise, das ist sehr beliebt bei manchen Leuten, dass sie hergehen und sich irgendwelche Gräser irgendwo abnehmen oder irgendwelche Blumen und die vor die Kameralinse halten, um im gleichen Farbstil von der eigentlichen Szenerie nochmal so eine Unschärfe vorne reinzubringen. Das kann man entweder so machen, oder man fotografiert durch irgendwelche Dinge durch, dass man irgendwie so einen Baum an den Bildrand nimmt oder sowas in der Art oder irgendein Gestrüpp halt. Sorry, konnte es gerade nicht besser ausdrücken, da ist der Dialekt mit durchgegangen. Irgendwas einfach in das Bild hinzufügen, dass das Bild komplett macht, aber den Fokus nicht von unserem eigentlichen Hauptmotiv nimmt. Es soll nicht das Hauptmotiv ersetzen, es soll zu dem Bild hinzugefügt werden, um eben die Szenerie echter wirken zu lassen, besser wirken zu lassen, einfach lebendiger wirken zu lassen. Perfektes Beispiel. Stell euch mal vor, ich wollte hier ein Bild von der Drohne machen. Was kann ich jetzt tun? Ich kann entweder die Drohne hier hinlegen und mache einfach ein Foto von oben. Ich könnte alternativ aber auch sagen, zu einer Drohne, da gehört eine Fernbedienung dazu, da gehört vielleicht ein Ersatzpropeller dazu, da gehört vielleicht, ich weiß nicht genau, noch ein Akku dazu, vielleicht habe ich auch eine Kamera, die ich noch nebendran legen kann. Einfach Dinge hinzufügen, die nichts mit dem eigentlichen, also die schon was mit dem eigentlichen Motiv zu tun haben, aber die nicht zum eigentlichen Motiv gehören, aber das Bild einfach logisch für den Betrachter komplett machen. Ich würde auch nie meine Kamera alleine fotografieren, wenn wir das Beispiel auf einer Kamera nehmen, sondern ich würde, keine Ahnung, sagen, ich lege noch ein zweites Objektiv nebendran. Vielleicht ein Notebook nebendran, weil das eben auch was ist, was hier rumliegt und was optisch dazu passen würde. Vielleicht lege ich auch ein Stativ hinten dran. Das sind einfach nur Dinge, die Fotos komplett machen, wo man später sagen kann, das ist etwas, das wirkt stimmig, das ist etwas, das wirkt besonders, das ist nicht einfach nur hingestellt, fotografiert, sondern es ist wirklich darüber nachgedacht und eben auf die nächste Stufe gehoben. Wie ich gesagt habe, geht einen Schritt weiter, macht ein bisschen mehr als alle anderen, macht ein bisschen mehr als derjenige, der halt eben einfach sagt, ich muss ein Foto von der Drohne machen oder von irgendwas machen. Zack, zack, fertig. Kann cool aussehen, aber wenn man ein bisschen mehr macht, wirkt es noch 10-mal besser. Zu den Mülleimern im Übrigen, stellt euch mal vor, ich hätte hier im Video die ganze Zeit so eine Kaffeetasse stehen. Das würde ich total ablenken. Nur als Beispiel. Ich kann sie einfach rausstellen und sieht viel besser aus. Keine Farbpunkte, die irgendwie total ablenken. Ist viel besser. Ja. Okay, das war's für heute. Cool, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, diese Tipps haben euch weiterhelfen können. Versucht sie mal umzusetzen. Macht vielleicht nicht alle auf einmal. Das ist auch ganz wichtig. Nicht zu sagen, ey, ich habe gerade 20 Sachen gelernt. Ich versuche sie alle gleichzeitig umzusetzen, sondern geht Schritt für Schritt vor. Macht erst das eine, dann das andere, dann wieder was anderes oder sowas in die Richtung. Man lernt die Fotografie nicht an einem Tag, auch nicht in der Woche, auch nicht im Jahr, sondern man lernt die Fotografie eigentlich immer. Ein Leben lang hat man hier einen Fortschritt, ein Leben lang verändert man sich, man kommt ständig auf neue Situationen, aber auch nur, wenn man sich selber in neue Situationen bringt. Das war meine Meinung zu diesem Thema, das waren meine Tipps zu diesem Thema. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Schaut vorbei auf fotografieren-lernen.eu und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Hallo? Einfach nur über eine richtige... Stellen? Och Manu.
Bist du ein süßer Hund? Magst du das Video? Komm hier. Hier, komm hier. Komm hoch. Ja, feine Maus. Feine. Kein Kuss. Feine Maus, feine Maus. Jetzt Platz. So, Platz. So ist fein. Platz. Gut. Dann habe ich ein ganz. Ja. Versuch mit den Händen nicht zu. Ich möchte damit ausdrücken. Scheiße.